MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, what the fuck, YouTube, hier ist immer euer TMC mit Toastbrüdeband und einen neuen Kurz-Commentary, und zwar zum Thema FOV Changer bei Call of Duty Ghosts. Liebes Activision-Team hat ja uns vor langer Zeit, als Call of Duty Ghosts herauskam, erlaubt gehabt, den FOV Changer zu nutzen, das heißt, das Sichtfeld bis auf maximal 100 zu erweitern. Ja, das klingt mal ficken geil oder cool. Englisch ist erlaubt. Bei anderen Call of Duty war es ja anfangs richtig verboten. Es ging nicht, es wurde ja später freigeschaltet, so alle Modern Warfare 3 und so eine ganzen Grimmskrams eben. Richtige Fotzenkacke da. Und was ist los? Ja, wir dürfen es nutzen. Coole Sache. Was ist jetzt? Jetzt momentan geistert auch das Gerücht rum oder eben, dass halt der VAC, also das neue Anti-Cheat-Ding, das Ghost letzte Zeit hat, weil Activision das für den PC wieder mal aktiviert hat, weil halt eben einige Leute cheaten. Ja, und deshalb haben sie das eben angemacht, aber leider hat jemand vergessen, bei Valve anzurufen und zu sagen, Leute, die Leute dürfen den FOV Changer nehmen, also die nicht bannen. Das hat man wohl oder übel vergessen. Tja, im ganzen und kurzen Klartext heißt es, dass ihr, wenn ihr in der letzten Zeit auch mal gezockt habt, nachdem der Patch draußen ist, kann es halt sein, dass ihr halt ja gebannt werdet. Oh, das macht ja nichts. Dann habt ihr euch die wertvolle Zeit erspart und könnt dann nebenbei was anderes spielen. Denn diese Runde hat mich echt angekotzt. Alter Scheißen, Fotzen, Kacke, ey. Also wenn der ADG-Choose wirklich funktionieren sollte, was ich so oder so nicht glaube, denn er ist totaler sinnloser Krams, denn es ist der VAC und ich weiß kein Spiel auf der Erde, in dem der VAC-Bann bei irgendeinem guten Cheater-Tool funktioniert hat. Keinen. Denn der funktioniert doch nicht. Der ist einfach nur oberflächlich da für die ganzen Kiddies, die meinen, dass sie einen, soll man sagen, allgemeinen Cheat, also für jeden Vollpfosten einfach runterladbar eben, der wird halt natürlich ganz klar gebannt eben. Aber ein wirklich guter Cheat, der wird dann nicht mehr gebannt. Der ist undetected, Leute. Der ist einfach undetected eben. Das kannst du ja vor der Backe kotzen. Der wird nicht gefunden. Und dementsprechend, also bei der Runde habe ich auch wieder gedacht, was soll die Kacke eben. Das hat mich auch tierisch eher genervt gehabt. Ich habe ohne den FOV Changer gespielt, falls man es merkt eben. Das ist ziemlich unangenehm, wenn ich spiele mit 88er FOV. Ne? Und da funktioniert es immer, ist immer ganz angenehm, und hier spiele ich eben ohne, und das merke ich sofort, ey, ich sehe die Leute nicht, ich sehe es einfach nicht, ich hab den nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen, ey. Ist wirklich ziemlich scheiße. Ich hoffe bei Activision, dass sich dort ja mal bewegt und mal bei Valve anruft und sagt, Leute, die dürfen den FOV Changer benutzen, denn die können uns hier nicht bannen für etwas, was sie uns freigeschaltet haben, beziehungsweise erlaubt haben. Wenn sie das machen, dann haben sie echt ein Problem. Denn ich zahle hier um die 60 Schweizer Franken, bei euch sind es irgendwie 45 Euro oder ich weiß nicht, 50 Euro, kenne den Kurs nicht, weiß nicht, wie teuer das bei euch ist. Jetzt haben wir Geld dafür, dann erlauben sie uns irgendeinen Scheiß und dann bannen sie uns. Das Lustige ist, erst jetzt kommen die Krippen dort auf die Idee, ja, wir könnten ja selbst mal ein FOV-Ding einbauen. Und sie wollen jetzt mit der nächsten Patch in mehreren Jahrzehnten halt, also kurz bevor das nächste Call of Duty rauskommt, kriegt ihr dann in-game auch ein FOV-Change wahrscheinlich. Was man bei Black Ops 2 schon beim ersten Patch-Day hatte, beziehungsweise beim Release schon hatte, dass man seinen eigenen FOV einstellen konnte. Tja, das muss halt erst durch eine Community in Call of Duty Ghosts eingefügt werden. Dann muss man dafür gebannt werden und dann wird es Activision sich den Arsch bewegen und dann euch das einprogrammieren. Wo mich jetzt ein bisschen aggro klinge ist, weil es eben aggro macht, weil es einen wirklich ankotzt. Man denkt sich halt, das ist eben eine Firma, wo Fachleute arbeiten, die jedoch Geld verdienen, die für uns ein Unterhaltungsmedium erschaffen eben und vermarkten eben. Und dann haben wir andauernd die Kurz, entweder gibt es Lags, es gibt Cheater, dann kommt eine Cheater-Tour, dann bringt es neue Probleme, dann wird man gebannt, weil man halt ein Tool benutzt, das extern ist, aber von der Firma erlaubt worden ist, und die ganze Grütze. Ich habe absolut gar keinen Bock, wegen so einem Dreckscheiß gebannt zu werden. Oder sonst was eben. Und ich spiele halt gerne mit FOV Changer. Ich spiele halt MP3 mit FOV Changer. Ich spiele Black Ops 1 und 2 eben mit den erhöhten FOV. Ich mag halt eben ein 80er bis 90er FOV. Das ist für mich halt irgendwie einfach Pflicht geworden. Denn ich kann auch MP3 mit einem Standard 65er FOV nichts mehr wirklich anfangen. Abgesehen, ich spiele mal auf der Xbox, aber wann ist das halt mal, ne? Ich meine, was soll die Grütze Activision? Was überlegt ihr euch hier, ne? Klar, wie gesagt, eben der PC. Der ist halt eben nicht mehr wirklich der, ihr Markt. Die meinen halt eben, Konsole ist das halt Wichtigste. Und der PC ist halt, ja, ist halt eben nicht mehr so wichtig. Der kristallisiert halt ein paar Euros ab. Aber die sind halt nicht der Rede wert, denn die eigentlichen Einnahmen geschehen durch die Konsolen.
Was ich eigentlich irgendwie nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Gut, jeder 12-jährige Kiddy hat halt eine PS3 irgendwie zu Hause und eine Xbox eben. Und dementsprechend kann der ganze Lappen da halt eben über das Spielen dementsprechend auf dem PC ja nicht. Aber irgendwie dann, ja so. Auf jeden Fall, Leute, momentan am besten ohne FOV-Changer spielen. Am besten spielt das Spiel gar nicht, dann habt ihr auch gar keine Probleme. Spielt am liebsten wieder irgendein anderes Call of Duty, wieder Black Ops 2 oder so. Weil momentan grützt das richtig an, dass ich habe derbste Lachse gehabt, obwohl es wirklich mit 90 Bildern pro Sekunde eben funktioniert hat eben. Und ich habe über 60 GB Arbeitsspeicher und das mit den 6 GB Unlock, das haben sie eh schon längstens behoben. Also auf jeden Fall, wenn ihr keinen Bock habt, gebannt zu werden und trotzdem zocken wollt, spielt ohne den FOV-Changer, denn ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust für so einen Krams und Fehler einer Firma gebannt zu werden und am Schluss werden sie dann euch wahrscheinlich nicht mehr freischalten, weil sie dann heißen, ja, wir können nicht mehr nachweisen, ob du gecheatet hast, ob du einen FOV-Changer gehabt hast oder sonst pipapo. Ja, Leute, das war es wieder mit eurem TC mit Infos zum FOV-Changer von Call of Duty Ghosts und den Anti-Cheat-Schutz. Ich hoffe, es konnte euch helfen und ein bisschen, ja, beruhigen oder beunruhigen, wie ihr es nehmen wollt. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Wenn ihr noch mehr Infos zu Call of Duty Ghosts oder allgemein COD haben wollt, abonniert mich kostenlos und liked. Nicht vergessen. Bis dann, euer THC mit Toastbrot gegen die Wand.